Hallo, ich bin Tanja und ich arbeite in der Kinderklinik hier im Klinikum Esslingen. Und ich erkläre dir, wie dein Körper funktioniert. In diesem Video erfährst du, was im Dünndarm passiert. Im Dünndarm werden noch weitere Verdauungssäfte hinzugefügt, zum Beispiel von der Galle. Also wird auch hier noch weiter verdaut. Die Hauptaufgabe besteht jedoch darin, die Nährstoffe aus dem Essen herauszulösen. Um diese Aufgabe meistern zu können, braucht der Dünndarm eine große Oberfläche, ähnlich wie im Magen. Deshalb ist auch der Dünndarm in Falten gelegt. Und auf diesen vielen Falten sitzen viele kleine Ärmchen mit vielen kleinen Fingern. Die nennt man die Zotten. Die Zotten können die Nährstoffe aus dem Verdauten herauslösen und ins Blut transportieren. Über das Blut werden dann die Nährstoffe im ganzen Körper verteilt. Der Dünndarm ist ungefähr 4 bis 5 Meter lang und hätte, wenn man ihn ausbreitet, eine Fläche von 200 Quadratmetern. Das wäre so groß wie ein Tennisplatz. Wenn der Körper also alle Nährstoffe aus dem Essen herausgefiltert hat, dann geht es weiter in den Dickdarm. In diesem Video erfährst du, was im Dickdarm passiert.